Okay, ich gehe nochmal. Ich will hier nicht ein Event auslösen, unnötigerweise. Ich gehe mal nochmal hier hoch. Wir hatten ja den Vogel hier irgendwo. Genau, da ist er. Ja. So, und den Vogel, der guckt da drüben hin. Da gehen wir jetzt hin. Da kommen wir nicht hoch, schade. Da kommen wir wahrscheinlich wieder runter. Hier vor sich. Amicia, ich will zurück zu den Steinhügeln. Ja, doch. Das hilft uns weiter. Bei The Witcher hatten wir, glaube ich, so was Ähnliches, ne? Ein karger Baum. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist Vogel. Sind wir eine Spirale gelaufen? Und wir kommen der Mitte näher. So, dann gucken wir mal hier. Das muss es sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja, sieht wichtig aus. Mal sehen. Kommen wir denn dahin? Da, der Vogel. Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Stimmt. Wir sind auf der Suche. Ach, guck mal, hier konnte ich nicht hochfallen. Nee, das ist was anderes. Das ist ein Schmugglerversteck. So, mein Freund. Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. Wahrscheinlich ist es die Hauptstory und ich hätte das andere angucken müssen. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja. Ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne! Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde.
Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Na toll. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Bestimmt. Oh, ich kann es kaum erwarten. Okay. Aha. Da hinten geht's auch raus. Aha. Also dann gucken wir uns den Baum jetzt gleich erstmal noch an, da, ne? Weil ich habe so eine Sorge, dass wir dann nehmen... Ach, da komme ich gar nicht hin. Hä? Da drüben ist doch eine Kiste. Ach, da kommen wir über... Da kommen wir nur über einen anderen Bereich rein. Hoch. Gut, gut. Hoch, gut, gut. Seht, da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Das habe ich schon. Art Tempel? Habe ich schon vorher gesehen. Habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Steinkreise. Ist wirklich heidnisch, oder? Bevor ich da hingehe, gehe ich erstmal zu dem Baum hier. Eine Blume für den Sohn, eine für die Mutter, eine für den Vater. Was ist mit der Tochter? Ja, du, würde mich nicht wundern. Erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn auf seinem Blutbett ruhend. Das war komisch. Es ist ein Gebet über das Leben und Kinder. Na. Ah, irgendwann wirst du es verstehen. Nichts ist tot. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn auf seinem Blutbett ruhend. Verbrannt. Opferverbrennung. Gepriesen sei der Sohn auf dem Blutbett ruhend. Nichts ist tot. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist da ins Dorf komme ich, glaube ich, nicht mehr zurück, aber ich glaube fast, ja. Kinder habe ich sehr wenige gesehen hier. Oh, sieh mal, da ist ein Boot, Sophia. Es ist so klein. Ja, klein und trotzdem noch beeindruckend. Wusste nicht, dass wir so hoch über dem Meer sind. Amicia. Ja, ihr könnt sie gern benutzen. Vielleicht. Danke. Ich kann ja aber nicht runtergehen, oder? Hallo. 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 Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will doch den Rest anschauen. Okay. Hallo. Na? Alles friedlich. Mit diesen wundervollen Blumen von unseren Feldern.
Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Oh, wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gayenne jagte uns Amicia, die Inquisition deswegen. Wir sollten nicht hier sein. Hier könnte etwas Wichtiges sein, Hugo. Außerdem gibt es nichts Spannenderes, als an einem unerlaubten Ort zu sein. Wirklich? Sie macht nur Witze. Stimmt, Sophia? Klar. Ich glaube auch, dass das so ein... Was haben wir da Schönes? Loot haben wir hier. Jawohl. Wann kommt das Loot über mich? Hinten noch irgendwas? Nö. Schade. Vorsicht, das geht runter. Aha. Jetzt hätte ich 90 Stücke fürs Upgrade, aber wir sparen uns das noch. Das war schön hier. Der Berg ist ja so groß. Psst. Willst du mir die Fische verscheuchen? Oh, Verzeihung. Sind da gar keine drin. Eieieiei, okay, weiter geht's. Okay, da ist... Also, ich hoffe, der Fisch entkommt. Du hast recht. Freiheit den Fischen! Ich will bloß kurz gucken, was das für ein Feuer da ist. Da geht's lang hoch. Was ist das? Das ist komisch. Hm. Das ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Oh, Sumsebienen. Amicia, Bienenleute. Schon gut. Die hier sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Ich auch. Wer nicht? Ich muss mir hier unbedingt alles ansehen. Kletter hoch. Ja. Oh. Ziemlich leer. Ach komm, eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Dieses Fenster, da ist etwas drin. Volltreffer. Gehen wir zurück. Ja, nehmen wir den Turm ein. Oh, du bist also ein Eroberer. Na klar. Türme. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Okay, gut. Was wohl dort oben ist? Vielleicht ja das Vogelnest. Oh, dort legt er seine Eier. Glaubst du, mein Vogel ist eine Mama? Wer weiß. Blöde Leitern. Oh. Schnauft aber ganz schön, du. Oh, ich gehe erst oben gucken. Wir sind fast oben. Na dann los. Oh, hier kann man alles sehen. Hat sich gelohnt. Puh. Komm näher. Nette Aussicht. Jetzt kannst du dich wie ein Vogel fühlen, wenn er hier oben sitzt. Nicht wie irgendeiner.
Wie ein Raubvogel. König der Vögel. Was siehst du? Ich sehe, wo ich jage. Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf drei. Eins, zwei, drei. Go! Oh, das ist schön. Also gut, gehen wir wieder runter. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Übrigens, gut gekreischt, ihr beiden. Danke. Du warst auch ziemlich gut. Ich weiß, meine Kapitänsstimme. So eine braucht man, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Der Crew gefällt sie sicher. Noch hat sich keiner beschwert. Ah, und das, sowas verpassen viele Leute, ja. Sowas von schade. Ein Glück haben wir ein Messer gefunden. Ändern wir ein paar Sachen. So, wir können die Schleuder auf Maximum Warp bringen. Aber wir können nur eine Sache machen. Oder wir machen das mit den Werkzeugen, dass wir das Aufwerten immer machen können. Wäre zumindest eine Option. Auf der anderen Seite... Nein. Um ihre Ausrüstung kostenlos aufzuwerten, warte mal kurz. Dann kostet das einfach nur keine Werkzeuge mehr. Deshalb. Okay. Aber sie wertet mittendrin auf. Geht das überhaupt? So, wenn wir uns drei aufbehalten, sollte das nicht das Problem sein. So, wenn wir mit unserer Schleuder jetzt nämlich mehr erreichen können, ist, glaube ich, eine Menge schon... Oder mehr Bolzen? Oder mehr... Nee, Topf. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder mehr Alchemie-Sachen. Kann man mehr upgraden. Viel besser. Kein Spielzeug mehr. Oh ja. So, lass mich mal kurz gucken, wo wir jetzt eigentlich sind hier. Okay, da sind wir. Gut. Wir laufen weiter hier links runter. Mal schauen, was wir hier noch finden. Nein, ich habe genug Werkzeug, drei Stück. Also ich kann jederzeit das unten upgraden, aber die Stücke brauchst du trotzdem. Die sind nicht kostenlos.
Es sind nur die Werkzeuge kostenlos. Du kriegst dann halt ein Werkzeug, womit du das dann alles machen kannst. Hier kommen wir wieder zurück, ne? Ja. Also ich befürchte fast wirklich, das ist der Punkt, hier gibt es keine... es gibt keine Jungen mehr, die werden geopfert werden wahrscheinlich. Eine Art Feuergott oder ähnlichem. Nee, es ist, wir kriegen dann einfach Werkzeug, was unkaputtbar ist. Und dementsprechend brauchen wir keine Werkzeuge mehr zum Bauen, weil wir haben ja ein unkaputtbares Werkzeug. Ach, das erinnert mich immer an die Muben. Huch, das auch. Versperrt. Das ist er, der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Nee. Ja, gehen wir. Oh, ah, okay. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen. Angsthasen. Ich finde das mit der Frisur gut gelöst bei ihr. Durch die Verletzung, das ist mir nur durch einen Hinweis, glaube ich, von Hollow oder so aufgefallen. Das sieht beeindruckend aus. Guck mal, das ist so... Ah, das sind. Das ist. Oh. Reingeschlagen, Stein. Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist. Dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein. Erreiche Las Madres. Es wird langsam heiß. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Fast. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Boah, ist imposant. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Kann ich. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Oh, hier, nass. Nass. Hey! Gegenangriff. Für die der Ruhm, Hugo. Na schön, ist gut, ich gebe auf. Für die der Ruhm. Du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. Okay, ich kann nichts schießen. Ich befürchte aber, wenn ich mir das hier angucke, wir werden die Sachen brauchen. Eieieiei, das ist aber riesig, ist das. Das Heiligtum ist riesig. Ja,
Der Bau war kein Zuckerschlecken. Och nö. Oh, Ziegen, das sind so viele, Amicia. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Übrigens, wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege. Kein der Wolf. Ziegenpfad hier. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Das ist der Ziegenpfad. Ich verstehe. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt. So ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Hört mal, ist das die Ziege, die er meinte? Tramontan, ja. Da ist sie! Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen, als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Nee. Nee. Ist irgendwas an der Tür? Nein, auch nicht. Kommen wir denn hier rein? Warte mal, haben wir hier irgendwas? Na, Ziege? Ja. Ich kann aber hier nicht durch. Ach so, okay, mein Fehler. Hör mal her. Wir müssen das sichtbar machen. Vielleicht reicht es auch so zu machen, ne? Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Hm. Nicht zu doll in die Flammen gucken, ne? Sonst pullert man ein. Da ist ein Loch in der Wand. Hm. Hey, nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Er ist so lustig. Nicht immer, aber meistens. Schnell, ja. Schnell. Gut gemacht. Das war ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? So, mit auch. Komm, sag Hallo. Sag Hallo. Hä? Jetzt. Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja, sie ist lieb. Na gut. Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja. Los, dein Papa wartet. Lani. Sie bewegt sich nicht. Geduld. Sie entscheidet selbst.
Oh, Tramontane. In deinem Traum kam keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Kommt immer drauf an, ne? Was man erwartet von den Ziegen.